Ich möchte Ihnen die Tiroler Bracke vorstellen, eine alte Jagdhundrasse aus Österreich, die schon im Mittelalter gezüchtet worden ist. Die Tiroler Bracke gibt es in zwei Farbschlägen. Dies hier ist die schwarz-rote Variante. Im Unterschied zur Brandl-Bracke hat die Tiroler Bracke mehr Brand. Das sind diese roten Abzeichen, die im Alter von 7 Monaten erst auftreten, am Kopf oder hier an den Läufen. Dieser Rüde hat eine Besonderheit, das ist der sogenannte Brackenstern, also weiße Abzeichen, die auch an den Pfoten oder an der Brust auftreten können. Es gibt dann noch den roten Farbschlag, der in die Zucht des Bayerischen Gebirgsschweißhunds eingeflossen ist, mit dem er auch sehr oft verwechselt wird. Die Besonderheit ist noch, dass sie ein derbes Stocker haben, das sie sehr wetterfest macht für die Jagd im Gebirge und natürlich auch bei uns in den Mittelgebirgen. Das Stockmaß bei der Tiroler Bracke liegt zwischen 42 und 50 cm, ist also im Schnitt etwas niedriger als die Brandl-Bracke, ist ein mittelhoher Laufhundtyp. Die Tiroler Bracke ist ein Hund des Waldjägers. Ihre klassischen Einsatzbereiche ist das Brakieren auf Hase und Fuchs. Aber in der heutigen Zeit wird sie auch sehr gerne bei Bewegungsjachten auf Schalenwild eingesetzt. Durch ihre angewölften rassespezifischen Eigenschaften wie absoluter Spurlaut, Spursicherheit, Spurwille und auch sehr gute Orientierungssinn und Wildschärfe ist sie für diese Jachtarten sehr gut geeignet. Durch ihre wirklich feine und hervorragende Nase nimmt man sie auch sehr gerne zur Schweißarbeit, wo sie auch sehr gute Leistungen bringt, speziell durch ihre Anlage zum Verweisen. Hallo. Hallo Uli, ich bin angerufen worden. Du hast eine Sau beschossen. Jawohl, das ist richtig. Was war los? Ja, Bacher mit Frischlingen kamen. Es waren zwei Frischlinge hier durch den Hochwald durch. Und das schwächere Stück, ja, den kleineren Frischling, habe ich versucht zu beschießen. Jawohl. Und zwar vorne am Stumpf und hat deutlich gezeichnet. Hat gezeichnet. Vorne Richtung Teller, ja, war der Schuss und ist dann Richtung Hochwald geradeaus durch. Und dann habe ich leider nichts mehr sehen können. Gut, wie viel Uhr? Das war 13 Uhr, der Schuss. Und Kaliber? 7x65R. Okay, dann legen wir los. Gut, prima. So, hier ablegen. Leg schön ab. Ablegen. Aha, Schlitter haben wir. Weiß es gut da. Sieht nicht schlecht aus. Immer lohnt mir, aber Arbeit. Sitz. Ja, ist das Schwein schön sitzt. Das suchen wir jetzt. Suchen wir das Schwein hier. Ja, das suchen wir. Gut. So. Langsam. Noch sitzt. Jetzt ist schön. Seht, ganz ruhig. Langsam, langsam. Hast du was in der Nase, gell? Ja, hier ist das Verwund. Such Verwund, mein Hund. Ja, so ist er fein. Hier sucht das Verwund. So ist er recht. Hier sucht das Verwund. So ist er fein. Verwund suchen. Ja.
So macht er gut. Perlrund suchen. Schön verwund. Na, mein Hund, sind wir gleich dran? Sind wir gleich dran? Hm? Langsam, du hast eine Nase, gell? Wir sind gleich dran. Komm her, mein Hund. Langsam. Langsam. Such schön verwund. Hol das Schweinchen, such schön verwund. Verwund suchen. Ja, hast du die Wutz gefunden? Hast du die Wutz gefunden? Ja, komm mal her. Hast du die Wutz gefunden? Ja, komm mal hierher. Was ist? Hast du die Wutz gefunden? Da gehen wir hin. Unser Fein. Haha. Ja, so ist recht. Ja, pack die Sau. Pack die Sau. Ja, recht so. Recht so. Schnappst du dir. Hat er fein gemacht. Hat er fein gemacht, der Bub. Ja, hat er fein gemacht. Hat der Bub doch fein gemacht. Haben wir ein Schweinchen gefunden, ne? Ah, recht. Hat er fein gemacht, hä? Hat er fein gemacht. Ja, das ist ein Schwein. Ja, recht. Ja, recht. Im Moment gibt es ungefähr 800 Tiroler Bracken auf der Welt, das heißt in Deutschland, in Österreich und der Schweiz. Hier in Deutschland haben wir ungefähr 200 Hunde im Moment, davon ca. 10 Zuchthündinnen und 10 Zuchtrüden. Es fallen zwischen 20 und 30 Welpen pro Jahr. Allerdings hätten wir schon ganz gerne vor, dass ich diese Zahl erhöht. Allerdings werden Tiroler Bracken nur nach dem Leistungsprinzip gezogen. Das bedeutet, dass die Hunde eine bestandene Gebrauchsprüfung mit mindestens einem guten zweiten Preis haben müssen, die wir zur Zucht einsetzen. Weiterhin ist die Voraussetzung eine gute Formbewertung, das heißt mindestens ein sehr gut oder ein V. Wir versuchen hier von Deutschland aus weiterhin natürlich mit Österreich eng zusammenzuarbeiten, damit die Blutlinienführungen halt eben nicht zu eng werden. Und ich denke, dass wir für die Zukunft dahin kommen, dass wir hier speziell in Deutschland eine gute Zuchtbasis haben werden, um auch ausreichend Welpen zur Verfügung zu haben, damit alle, die interessiert sind an einer Tiroler Bracke, dementsprechend auch bedient werden können. Die Vorlaufzeit von Welpenbewerbung bis zur Zuteilung ist im Moment ungefähr ein halbes Jahr. Es kann auch mal länger gehen. Mit etwas Glück kann es auch ein bisschen schneller gehen. Allerdings muss man schon ein halbes Jahr auf jeden Fall einrechnen. Die Tiroler Bracke, die ich hier auf dem Arm habe, ist jetzt 8 Wochen alt und steht unmittelbar vor der Abgabe. Abgegeben wird sie nur an Jäger und an Berufsjäger, Förster. Es soll sichergestellt sein, dass ein entsprechendes Revier für den Hund da ist und dass der Hund hier im Revier seine Eigenarten, seine Eigenschaften als
Jagdhund als Laufhund unter Beweis stellen kann. Es ist ein Hund, der als Familienhund durchaus geeignet ist, aber die Tiroler Bragge erfordert auch eine ganze Menge Arbeit. Man kann ihn nicht als Spaziergehhund oder als Hund nur für sich so in Anspruch nehmen. Die Tiroler Bragge soll jagdlich geführt und eingesetzt werden.